Ja, es gab ja in dem letzten Jetzt TV Live-Chat so Fragen zum Überschneidungsbereich Erwachen, Erleuchtung und Therapie. Ja, da können wir ja nochmal ein bisschen drüber reden. Und ja, wie ist da der Zusammenhang oder wie kann ich jetzt als Satsang-Besucher erkennen, was jetzt gerade dran ist, ob es eher sich ein Besinnen auf diese transzendenten Ebenen dran ist oder eher eine Therapie im persönlichen Bereich? Wie ist da der Zusammenhang? Ja, das ist eine ganz schön weite Frage und ein ziemlich komplexes Thema. Deshalb ja jetzt eben auch dieser Nachtrag sozusagen zu der Antwort in dem Live-Chat neulich. Und ich würde sagen, es ist vor allem wirklich sehr individuell und in jedem gegebenen Moment. Dann zu schauen, was dran ist. Ich habe ja hier jetzt tatsächlich mal mein Buch nochmal da, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Überschneidungsbereich. Also, ich meine, es ist jetzt sehr groß gedruckt, ja, aber eben, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Und da würde ich sagen, mit diesen Expertinnen-Interviews, die ich damals geführt habe, im Rahmen meiner Diplomarbeit mit den Menschen, die sowohl Psychotherapie als auch Spiritualität kennen, hat sich rausdifferenziert, dass es da sehr wohl Zusammenhänge gibt, und Überschneidungsbereiche und sich das sehr gut ergänzen kann. Und es manchmal eben tatsächlich sinnvoll ist, dass wir erst mit Psychotherapie eine gewisse psychische Stabilität und Reife erreichen, um einfach überhaupt die Grundlage zu haben, uns diesem spirituellen Weg zuzuwenden und zu öffnen und das zu wagen. Andererseits gibt es aber auch Menschen, und das macht auch sehr viel Sinn für mich, die eben im Rahmen ihrer spirituellen Entwicklung überhaupt erst darauf kommen, dass es da möglicherweise Bereiche gibt, die nochmal psychologisch, psychotherapeutisch nachgenähert, nachbereinigt werden können. Oder eben, dass da ein Bedarf auftaucht überhaupt, oder eben überhaupt die Kapazitäten dafür. Denn klar, gibt es das durchaus auch, dass im Rahmen der spirituellen Entwicklung dann auch einfach die Ressourcen dafür freigesetzt werden und auftauchen. Wir sagten ja in dem Live-Chat da auch schon, dass Thorsten, mein Partner, ja diesen Begriff vom parallelen Erwachen geprägt hat, dass eben oft im Rahmen des spirituellen Erwachens zu unserer wahren Natur wir dann auch gleichzeitig wacher werden für das, was manchmal menschlich eingeschränkt oder sogar allzu menschlich, allzu eingeschränkt, leidvoll verstrickt ist, was dann im Kontrast manchmal umso leidvoller deutlich wird. Und da kann es durchaus meiner Erfahrung nach Sinn machen, dass auch bei Menschen, die schon weit fortgeschritten sind auf dem spirituellen Weg und authentische Transzendenzerfahrungen gemacht haben, wirkliches Erwachen erlebt haben, dass da trotzdem, sei es noch mal was Traumatisches getriggert wird oder überhaupt bewusst wird, dass überhaupt die Kapazitäten dafür da sind, sich damit zu befassen, oder eben überhaupt, das muss gar nicht mal krankheitswertig sein, ja, oder nicht unbedingt traumatisch, sondern dass einfach psychotherapeutische Hilfsmittel auch sinnvoll sein können, um dann eben wirklich diese Erwachenserfahrungen auch tatsächlich in die gesamte menschliche Entwicklung mit reinzubringen. Ja, das heißt, die Transzendenz wirklich auch in die Immanenz scheinen zu lassen, oder wie Karl Fried Graf von Durkheim so schön sagt, dass es darum geht, immer transparenter zu werden für das Transzendente. Aber eben auch, ja, dass wir tatsächlich das auch in möglichst vielen bis allen Lebensbereichen wirklich auch umsetzen oder leben wollen und nicht nur tolle, abgehobene Erwachenserfahrungen haben wollen. Und dann entweder wieder zurückkippen in dasselbe alte, leidvolle Erleben und Verhalten. Und sei es nur für die Menschen um uns drumherum, das gibt es ja auch. Ja, Enneagramm hat im Enneagramm in dieser Charakterologie die neuen Charakterstrukturen beschreibt und die Triebe, die das antreiben. Da sehen wir ja auch, es gibt auch solche Strukturen, die leiden gar nicht selber, sondern die machen alle um sich herum leiden. Ja, was dann im Endeffekt aber natürlich auch leidvoll ist auf eine Weise. So.
In dem Sinne finde ich da auch immer wieder das integrale Modell von Ken Wilber sehr hilfreich, worüber mein Partner Thorsten ja auch eine Artikelserie hat. Ich glaube, die können wir ja vielleicht auch verlinken, dass das ganz hilfreich sein kann. Da so eine kleine, der hat da eine ganz prima, kompakte, kleine Einführung ja geschrieben. Und worauf ich mich jetzt gerade beziehen will, wäre so ein Aspekt davon. Es gibt viele verschiedene Aspekte, auf die wir vielleicht auch noch im Verlauf zu sprechen kommen. Aber eins wäre, dass er irgendwann gefunden hat, okay, es gibt nicht nur eine Entwicklung im Sinne von psychologischer Entwicklung und Reifung, die dann irgendwann in spirituelle Entwicklung und Reifung übergeht, sondern irgendwann haben die das ausdifferenziert und gesagt, okay, es gibt auf jeder Entwicklungsebene gibt es die Möglichkeit, dass Zustandserwachen passieren kann. Ja, dass auf jeder Bewusstseinsentwicklungsebene die Möglichkeit da ist, dass wirklich Erfahrungen von spiritueller, transzendenter Freiheit authentisch erlebt werden kann, aber dass das dann halt wieder integriert wird und interpretiert wird auf der jeweiligen Bewusstseinsentwicklungsebene. So, beziehungsweise im Extremfall, dass das sogar wieder einverleibt werden kann oder konzeptualisiert werden kann auf der jeweiligen Reifungsebene. Das heißt mit anderen Worten, im Umkehrschluss auch entsprechend sogar in psychische Störungen mit einverleibt werden kann. Ja, und spätestens da ist es natürlich sinnvoll, das dann auch psychotherapeutisch aufzuarbeiten. Aber ich glaube, was vielleicht für unsere Zwecke hier erstmal das Sinnvollste ist, wäre zu sehen, okay, wo und wann und wie ran, woran können wir das jeweils erkennen? Sei es, dass wir erkennen können, wenn wir mit jemand zu tun haben, ja, aus der lehrenden Position oder eben auch mit Schüler, mit Schülerinnen, ja, in einer Gruppe oder auch für Menschen selbst, die auf dem spirituellen Weg merken, da wird jetzt was irgendwie brenzlig, ja, sei es, dass es dann wirklich zu so Erfahrungen wie Einfrieren kommt oder zu einer totalen Reizüberflutung, ja, zu einer Verwirrtheit und Konfusion bis hin zu, dass Menschen in ihrem alltäglichen Leben wirklich nicht mehr funktionieren können. Spätestens dann ist es, spätestens dann ist Hilfe erforderlich, ja. Und klar, das ist so eine Gratwanderung, ja. Einerseits ist es Teil eines authentischen spirituellen Weges, sich auch da was auszusetzen und durch was durchzugehen. Und bis hin zu, wir sagen ja sogar oft, dass alle authentischen religiösen und spirituellen Wege sogar sagen, du musst durch den Tod gehen, um wirkliches Leben zu finden, um wirklich voll leben zu können, ja. Und es gibt diese Schichtung von Emotionen, durch die wir durchsinken können, wo es wirklich manchmal so scheint wie, das halte ich nicht aus, das überlebe ich nicht. Oder für manche Menschen ist es schon überhaupt nur still zu sitzen und die Stille zu ertragen, sich gerade nicht abzulenken, scheint schon unerträglich. Das kann sich sehr lohnen, da doch einfach durchzugehen und zu sehen, okay, geht doch. Ja, und da wird was entdeckt, was weiter ist und unbeeinträchtigt bleibt. Aber man kann es auch übertreiben. Ja, im Sinne von, wenn jemand schon für sich selber merkt, das ist einfach zu viel, das überfordert das Nervensystem. Und wenn Trauma im Hintergrund ist, und Trauma bedeutet ja, dass da Überwältigung erlebt wurde, dass da Grenzen überschritten wurden, dass da was zu viel, zu doll, zu schnell oder zu lang, zu wenig war, im Sinne von Unterversorgung, Vernachlässigung. Ja, so in beide Richtungen, wenn jemand das schon für sich selber merkt, da wird mir was zu heftig, dann kann es sehr sinnvoll sein, damit erstmal behutsamer vorzugehen. Und sei es überhaupt einfach erstmal langsamer zu machen, ressourcenreicher, lösungsorientierter vorzugehen oder eben tatsächlich erstmal einen psychotherapeutischen Unterstützungsweg zu finden. Und das muss ich nicht mal ausschließen, ja, das kann durchaus sogar parallel passieren. Oder eben, es gibt ja auch Lehren, Wege, die das integrieren. Ja, es gibt ja auch inzwischen im Westen zumindest ziemlich viele spirituelle Wege, die schon psychotherapeutisch informiert sind, die traumasensitiv solche Entwicklungen erkennen oder auffangen könnten oder darauf explizit eingehen sogar.
Ja, das war ja schon ziemlich viel abgedeckt hier. Da gucke ich mal, was ich noch für Fragen habe. Genau, also wenn ich jetzt, ich sage einfach mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Satsang-Besucher bin oder irgendwie mich auf dem spirituellen Weg befinde oder meditiere, und vielleicht schon erkannt habe, ich habe es kommen immer wieder Aspekte auf, die irgendwie, mit denen ich nicht klarkomme oder vielleicht sogar, also so eine vielleicht eine Überflutung im emotionalen Bereich oder vielleicht auch eine Art von Dissoziieren, dass ich ein bisschen so den Kontakt mit meinem Körper oder der Umwelt so ein bisschen verliere. Angenommen, ich habe das erkannt. Wie kann ich da dann einen Therapeuten finden oder was ist dann zum Empfehlen? Ja, da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Bereiche. Also vielleicht nochmal ganz kurz, so weiter Überblick, ne? Sagten wir im kurzen, vorhin da im Vorgespräch auch schon mal, so diese spirituellen Wege, die sind ja wirklich schon Jahrtausende alt und die Psychotherapie ist relativ jung. Ja, Psychologie, so gibt seit irgendwie gut 100 Jahren, ja, knapp 150, wie auch immer in dem Sinne. Aber da gibt es ja auch schon eine ganze Menge Entwicklung. So, und vielleicht kann das hilfreich sein, überhaupt erstmal so ein bisschen so einen Überblick zu haben. Ja, wir hatten ja schon in dem Live-Chat auch gesagt, und das will ich hier auch nochmal explizit sagen, das Wichtigste finden wir immer wieder die individuelle Passung. Das heißt, es ist in jedem individuellen Kontakt, das Entscheidendste eigentlich, wie passt die Beziehung und wie geschickt kann dann wirklich der Therapeut, die Therapeutin auf die jeweiligen Bedürfnisse des Klienten, der Klientin eingehen. So, ja, das ist im Endeffekt halt das Entscheidende. Trotzdem können wir auch ein bisschen was sagen zu den verschiedenen Therapieverfahren. Die können durchaus auch was ausmachen. Und bei der Therapeutensuche gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können ja dann vielleicht nachher da auch so ein paar Möglichkeiten nochmal ansprechen, wie konkret sich da jemand dann orientieren kann. Und es gibt ja sogar diese Suchmaschinen, wo du dann eingeben kannst, Kassenzulassung oder privat bezahlt oder Ort oder ob es auch telemedizinisch geht und so weiter. Und dann kann man bei einigen dieser Suchmaschinen auch die Verfahren eingeben. Und da kann es schon Sinn machen, sich danach zu orientieren, was so, ja, was so die therapeutischen Verfahren wären, die dir am ehesten liegen würden, aber auch vielleicht die für deine Problematik oder deine Herausforderungen, Schwierigkeiten, deine Themenbereiche am besten passen würden. Ja, so in dem Sinne gibt es da dann eben diese ganze Spannbreite, ja, von ursprünglich halt mit der Psychoanalyse und die kassenzugelassenen Verfahren, die also von der Krankenkasse überhaupt finanziert werden, wenn jemand eine Diagnose bekommt, dass das halt über die Kasse finanziert werden kann. Und das können die meisten Therapeuten auch selber machen, wenn es kassenzugelassene Therapeuten sind. Nur nicht alle Therapeutinnen sind halt kassenzugelassen. Also, und kassenzugelassene Verfahren sind in Deutschland, ich glaube, in Österreich ist sogar Hypnotherapie auch zugelassen übrigens. Ja, in Deutschland leider noch immer nicht. Und auch die Gesprächstherapie. Die klientenzentrierte Gesprächstherapie und die meisten humanistischen Verfahren leider auch immer noch nicht. Aber so, um die Spannbreite aufzumachen, eben, das wäre eh das älteste Verfahren eigentlich, die Psychoanalyse. Und eben dementsprechend die tiefenpsychologisch fundierten Verfahren, die dann oft auch ärztlich durchgeführt werden, die sind oft kassenzugelassen. Dann gibt es die Schiene der Verhaltenstherapie. Und es gibt dann eben, was erstaunlicherweise jetzt neuerdings anscheinend auch kassenzugelassen ist, systemische Therapieansätze. Da gibt es anscheinend auch eine neue Entwicklung einer
traumatherapeutischen Systemtherapie. Die systemische Therapie würde ich auch in diesem humanistischen Ansatz verorten. Die humanistischen Therapien würden dann zum Beispiel eben auch die klientenzentrierte Gesprächstherapie nach Carl Rogers beinhalten, die Gestalttherapie von Fritz Perls. Abraham Maslow ist vielen vielleicht ein Begriff, der die Bedürfnispyramide aufgestellt hat, aber auch Motivationspsychologie beforscht hat. Ja, das sind alles so humanistische Psychologen, die einen ganz anderen Ansatz haben eigentlich nochmal als das verhaltenstherapeutische oder analytische. Und die gehen sowieso schon oft in transpersonale Bereiche. Das wäre halt immer so ein bisschen so eine Sache, gerade für Menschen, die eigentlich auf einem spirituellen Weg sind, dass oft Therapeuten, Therapeutinnen, die so aus der herkömmlichen Therapieschule kommen, das dann natürlich gar nicht so richtig einordnen können oder damit gar nicht so umzugehen wissen. Dazu will ich aber auch sagen, dass auch das wiederum sehr individuell ist. Ja, also es gibt Verfahren, die durchaus schon eher in diese transpersonalen Bereiche gehen, in die spirituellen, ja. Aber auch da gibt es auch in der klassischen Analyse oder in der Verhaltenstherapie gibt es durchaus auch schon individuelle Therapeuten, die diese Weite und diese spirituelle Entwicklung selber haben und deshalb verstehen. Also mal ganz kurz dazu auch noch mal vielleicht auf das integrale Modell von Ken Wilber verweisen, ja, dass da Thorstens Kurzeinführung hilfreich sein kann für Menschen, die es nicht kennen. Ansonsten so ganz, ganz kurz zusammengefasst, Ken Wilber sagt halt auch, es gibt da eben diese verschiedenen Bewusstseinsentwicklungsebenen. Ja, ganz, ganz grob unterteilt könnten wir sagen, es gibt was Vorrationales und Vorpersonales. Das heißt, das wäre dann eher so ein kindliches Bewusstsein, grob gesprochen, ja, wo es noch gar nicht so ein ausgeprägtes Ich gibt und der Verstand noch gar nicht so entwickelt ist. Und dann gibt es eben diese rationale oder personale Ebene, wo wir ein klar abgegrenztes Ich-Empfinden haben. Und dann gibt es aber auch was, was darüber hinausgeht. Und das nennt er dann eben transpersonal oder transrational. Das Ding ist jetzt oft, dass das verwechselt wird. Weil beides nicht rational und nicht personal ist, kann das oft verwechselt werden. Ja, diese Prä-Trans-Verwechslung ist dann oft schon was, was im spirituellen Bereich zu Verwechslungen führt. Und erst recht natürlich, wenn Psychologen, Psychiater, Therapeutinnen darum nicht wissen und selber nicht diese Erfahrung von transpersonalen Ebenen haben, dann halten sie das alles einfach für prärational und präpersonal und damit tendenziell im Extremfall sogar für krankheitswertig. Ja, was aber durchaus sogar auch gesunde Anteile der Entwicklung sein kann. Hinzu kommt, dass Ken Wilber auch das, finde ich, sehr schön differenziert, was er natürlich auch aus der Entwicklungspsychologie schon übernommen hat, dass es viele verschiedene Entwicklungslinien gibt. Ja, wir können auf verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich weit entwickelt sein, beziehungsweise es kann sogar auch in diesen verschiedenen Entwicklungslinien halt verschiedene Erfahrungen geben. Ja, dass wir in manchen Bereichen durchaus authentische transrationale und transpersonale Erfahrungen gemacht haben und die dann aber wieder im Sinne des parallelen Erwachens sogar was Kindliches mit hochholen, ja, oder frühere Traumatisierungen oder dysfunktionale Bereiche mit aktivieren, ja. Und da ist das natürlich in dem Sinne wünschenswert, wenn Psychotherapeutinnen darum auch so ein bisschen wissen oder darauf eingehen können und weder alles als spirituell verklären, ja, was dann eben tendenziell natürlich eher im spirituelleren Bereich so die Gefahr wäre, dass auch tatsächlich Behandlungsbedürftige, zum Beispiel eben Dissoziationen, ja, wo jemand wirklich einfach aus dem Kontakt geht mit sich, mit der Umwelt, ja, auf eine Weise, die schädlich wirkt. Ja, wenn das dann spirituell verklärt wird, ist das natürlich nicht gesund, sondern da braucht es dann vielleicht tatsächlich eher ein psychotherapeutisches Unterstützen. Andersrum, wenn es tatsächlich eine authentische Erfahrung von Weite, von Offenheit, von Liebe und Frieden gibt, dann wäre es schade drum, das einfach als
krankhafte Ich-Entgrenzung, sage ich mal so, quasi wegzutherapieren. Ja. So, und in dem Sinne wäre das natürlich wünschenswert, dass das da sinnvoll abgeholt werden kann in beiden Richtungen. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass es dann jetzt ja noch eine ganze Menge neuer Entwicklungen gibt. Soll ich da mal einfach weiterreden oder willst du lieber erstmal wieder was zwischenfragen oder? Ja, ich hätte noch, glaube ich, die Frage gehabt, aber es wurde schon so ein bisschen beantwortet. Ja, halt, ob es dann im spirituellen Bereich ja halt ein Vermeiden geben kann von Problemen oder behandlungsbedürftigen Sachen. Vielleicht man dann denkt, ja, okay, die Person, ich bin ja nicht die Person, ich bin ja nicht der Körper oder die, ich sag mal, essentielle Zustände, die fühlen sich ja so gut an. Dann beschäftige ich mich eher damit als mit dem alltäglichen Leben oder so, ob das irgendwie eine Gefahr sein kann. Ja, total. Na klar, da gibt es sogar in dem Sinne Suchtphänomene geradezu, ja. So eine Sucht nach diesen ekstatischen Zuständen im Extremfall, ja. Vielleicht kommen wir ja auch gleich noch darauf, dass es ja sowohl in der Therapie als auch in der spirituellen Szene oder in den Überschneidungsbereichen dann jetzt tatsächlich sogar Drogen im Einsatz gibt, im Sinne von bewusstseinserweiternde Substanzen. Ja, da, das ist ja ein sehr spannendes Feld, können wir ja gleich schauen, wie weit wir dazu noch kommen. Aber tatsächlich überhaupt auch diese körpereigenen Substanzen spielen da sicherlich dann auch eine Rolle mit. Da gibt es ja auch eine Biochemie dessen, ja. Aber eben diese erweiterten Bewusstseinszustände und diese ja, essentiellen Qualitäten natürlich, die fühlen sich großartig an. Und da kann es sowas geben wie, ah, dann will ich doch lieber mehr davon und mich nicht mit diesem alltäglichen Schlamassel beschäftigen. Ja. Oder eben, also Begriff Spiritual Bypassing, fiel vorhin auch in dem Interview. Wir haben ja gerade auch Interviews geführt im Rahmen dieses Kongresses Scheinheilig. Können wir ja vielleicht auch verlinken, mal gucken, wie das passt. Jedenfalls sprach der auch darüber, über diesen Begriff des Spiritual Bypassings. Und einerseits habe ich gesagt, ja, kann das sogar was für sich haben, hat Gangaji mal gesagt, unsere Lehrerin, wenn du alles überspringen und direkt in Freiheit und Erwachen gehen kannst, super, warum nicht? Ja, das war ja im Grunde genau Papajis Revolution, ja, das war, was so großartig war, an dem das Papaji so radikal darin war und gesagt hat, hey, nee, du brauchst nicht viele Leben oder Jahrzehnte von Verfeinerung und Perfektionierung und musst erst Körper, Geist und Seele bereinigt haben und dann wird dir irgendwann in hohem Alter erst die letztliche Übermittlung gegeben, sondern du kannst jetzt sofort in diesem Moment schon die Erfahrung machen, dass alles schon in Ordnung ist. Und es ist großartig. Ja. Das ist tatsächlich auch tatsächlich diese Entdeckung von einer Freiheit und einer Vollkommenheit gibt, die wirklich unabhängig ist, bedingungslos, wo es wirklich nichts weiter braucht, ja? Wo in jedem Moment wir einfach mit allem aufhören können, ja, wenn wir einfach still werden, keinen Gedanken weiter verfolgen, uns mit den Gefühlen nicht weiter zu befassen brauchen, mit dem Körper mal einfach alles in Ordnung sein lassen. In dem Moment ist Freiheit schon hier. Ja? Und das ist eine großartige Entdeckung und die ist wesentlich. Und die kann sogar genau dann eben diesen Ressourcenzugang eröffnen. Ja, dass von da aus überhaupt eine großartige Kapazität dafür sein kann. Zu sagen so, okay, ja, na dann kann ich mich jetzt all dem zuwenden. Dann kann ich sogar Traumaarbeit machen. Ja? Andererseits, na klar, kann das genau auch diese Falle werden, dann zu sagen, ja, na dann brauche ich mich doch mit all dem anderen nicht mehr zu beschäftigen. Ja, und dann werden wir entweder das, was Thorsten in einem Artikel, ich glaube, der hieß Erleuchtet ganz oder gar nicht, wo er auch über das Wilber-Modell dann schreibt, ja, dass es da diese verschiedenen Bereiche gibt, wo er dann sagt, dann gibt es im Extremfall spirituelle Arschlöcher.
Ja, oder erwachte, erleuchtete Arschlöcher, die dann rumlaufen und total verklärt und einerseits wirklich erleuchtet sind und einen authentischen Zugang haben zu diesen unbeeinträchtigten Ebenen, aber in ihrem psychologischen Reifungszustand einfach nicht nachgearbeitet haben. Ja, oder die dann in manchen Bereichen des Erlebens und Verhaltens wirklich nicht gesund sind und sich auch nicht gesund auswirken auf andere. Ja, so, und in dem Sinne, klar, kann dann Spiritual Bypassing, wo wir das alles einfach nur überspringen und dann auf der Ebene bleiben wollen und mit dem anderen Kram nichts mehr zu tun haben wollen, da kann das dann echt zu einem Problem werden. Ja, oder auch, na klar, wenn wir merken, das holt uns immer wieder ein und das holt uns immer wieder zurück. Ja, sagte ich das schon? Ich bin jetzt ein bisschen mit den ganzen Interviews, die wir heute schon geführt haben, nicht mehr ganz sicher, oder was ich jetzt in diesem Gespräch schon gesagt habe oder was nicht. Zustandserwachen und Bewusstseinsentwicklungsebenen, hatte ich das schon gesagt? Dann sage ich es lieber nochmal und wir können es zur Not nachher rausschneiden, falls es doppelt ist. Dass eben das dann genau das wäre, ja, dass dieses Spiritual Bypassing sozusagen oder dieses direkte, sofortige Erwachen, das führt auf diese Zustandserwachensebene. Ja, während dann eben die Entwicklung, das wäre mehr so, was im Ken Wilber-Modell ganz kurz gefasst wiederum, ja, wo der sagt, es gibt da eben vier Aspekte zu einem vollständigen wachen Leben, ja. Das eine wäre das Wake-up. Das wäre diese Zustandserwachensdimension, ja, dieses Ha, jetzt gerade kann ich sofort Zugang finden zu dem, was schon immer wach ist, egal was in meinem Geist, Körper und Körper pass in meinen Umständen passiert, ja. So. Dann gibt es aber auch Grow-up. Das wäre eben diese Entwicklung, ja, dieses Erwachsenwerden durch die verschiedenen psychologischen Entwicklungslinien auch. Dann gibt es Clean-up. Das wäre die Dimension der Schattenbereinigung. Das ist das zu sagen, okay, aus diesem Erwachen heraus gibt es immer noch die Möglichkeit, dann auch eben genau dieses Licht des Erwachens oder die Erleuchtung in die Schattenbereiche scheinen zu lassen und bereitwillig zu sein, zu sagen, so, okay, und was gibt es jetzt hier noch? Und ehrlich zu bleiben, damit könnten wir auch zu Deutsch einfach sagen, ja, zu sehen, okay, da gibt es noch Bereiche, wo vielleicht noch was nachentwickelt werden kann oder wo Gefühle auftauchen, die zugelassen werden können, wo es eben, du sagtest ja, diese Sucht nach bestimmten ekstatischen Zuständen oder nach dem Wohlfühlen oder der Dissoziation, ja, wo mich das bitte alles in Ruhe lassen soll, ja. Für die Clean-up-Dimension ist das erforderlich, dass wir sagen, okay, die Schatten dürfen ans Licht kommen, ja, damit auch aufgeräumt werden kann, damit ich mich auch gerade dem Leidvollen auf eine heilsame Weise zuwenden kann, damit das nachreifen kann. Und dann gibt es noch die Show-up-Dimension im Wilber-Modell, wo wir dann wiederum auch nicht nur im Rückzug bleiben, sondern in die Welt reinwirken und es darum geht, wie treten wir dann auch in Erscheinung. So, ganz grob zusammengefasst. Ja, gibt es denn auch so eine Art, also im spirituellen Bereich hieß es dann irgendwie Spiritual Bypassing, gibt es denn auch im therapeutischen Bereich irgendwie ein Vermeiden, dass ich nach bestimmten Zuständen, wie jetzt die Psyche oder der Körper sein muss oder wie beziehungsfähig man sein muss und so vielleicht irgendwelchen Idealen nachläuft, gibt es da auch eine Art von Sucht oder vielleicht Vermeidung? Ja, klar. Ja, ich würde sagen, das ist sowieso, ich weiß nicht, ob überhaupt im menschlichen Bewusstsein, aber in unserer Kultur zumindest ist das ja sehr stark, dieser Selbstoptimierungsdruck, ja, oder diese Idealisierungen auch, ja. Spätestens so in unserer Facebook- und Instagram- und Photoshop-Kultur, ja. Klar, gibt es auch da einfach solche Ideen und Ansprüche, dass sich alles wohl anfühlen sollte oder wir immer gut drauf sein sollten oder ja. Und natürlich gibt es da auch sowas wie ja, so eine Überpsychotherapierung oder so, ja.
So, beantwortet das deine Frage oder ist das, was du Ja, meintest? in, könnte man sagen, so in etwa, ja. Okay, ich gucke mal ein bisschen nach, was ich sonst noch hier notiert hatte. Ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel erfasst. Sonst würde ich gerade noch mal kurz ansetzen bei dem, ich hatte nämlich noch gar nicht diese neueren Entwicklungen erwähnt. Wollte ich gerade nachfragen nach Therapieverfahren und welche konkreten es dann da gibt. Da sind ja so, gibt es ja so viele. Es gibt so viele. Es gibt so viele Therapieverfahren und eben, wir sprachen ja auch schon drüber, dass das Allermeiste ja auch nicht komplett neu erfunden ist, sondern ganz vieles in Wirklichkeit schon aufbaut auf, ja, sei es jetzt diese ganzen neuen körpertherapeutischen Verfahren. Viele von denen beziehen sich eigentlich schon auf Wilhelm Reich oder dann die Fortentwicklung von, sei es von Alexander Lowen oder ja, so. Aber na klar, gibt es da ganz viele tolle neue Entwicklungen. Und gerade diese ganze neue Traumatherapieforschung jetzt, ja, sei es dann eben dieses Neurowissenschaftliche, was da ganz vieles überhaupt erst verständlich macht und erforscht. Und da gibt es ganz enorme neue Einsichten und dann eben auch viel Erklärungen, aber auch praktische Anwendungsmöglichkeiten. Wir hatten ja schon erwähnt, eben in dem Live-Chat, die polyvagale Theorie von Stephen Porges, die erklärt, dass eben das parasympathische Nervensystem auch aus zwei Strängen besteht. Aber darauf jetzt einzugehen, wäre vielleicht ein bisschen, würde den Rahmen wiederum sprengen. Und vielleicht nur ganz kurz, da gibt es dann auch wiederum, da gibt es dann entsprechend neue Entwicklungen, die sich daraus ergeben. Aber auch ganz viel, also zum Beispiel Gunther Schmidt, von dem wir viel von der hypnosystemischen Therapie gelernt haben, der sagt dann einfach so, ja super, der hat sich einfach gefreut, dass das ganz viel von dem bestätigt oder einfach erklärt und bestätigt, was in der hypnosystemischen Arbeit sowieso schon eigentlich in der Praxis angewendet wird. Es gibt aber auch tolle neue Entwicklungen dann eben. Die Deb Dana hat ganz viel in die Praxis umsetzbar gemacht, dass sie dann eben erklärt, wie diese Neurozeption, die Stephen Porges ja auch erklärt, dass wir eigentlich sogar vor der bewussten Wahrnehmung, dass quasi unsere Nervensysteme einander lesen oder ja miteinander kommunizieren, dass da ganz viel in der Regulation beziehungsweise Koregulation dann in der Therapie wirkt. Ja, oder eben auch überhaupt im alltäglichen Leben. Ja, es ist ja sowieso nochmal ein weiteres Thema, ob oder inwiefern Therapie eigentlich nur dann erforderlich ist, wenn ansonsten zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie nicht genügend auffangen können. Ja, oder andersrum, Therapie eigentlich hauptsächlich die Funktion hat, uns wieder an den Punkt zu bringen oder dazu zu befähigen, wieder im normalen Leben sozusagen gut interagieren zu können und gut eingebunden zu sein in mitmenschlichen Kontakten. Ja, Aber genau. Also ich habe jetzt gehört, dass so eine Koregulation wichtig ist. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass gerade wenn man sich in so traumatischen Zuständen befindet, man vielleicht gar nicht so empfänglich ist für ein regulierendes Gegenüber zum Beispiel oder vielleicht sogar freundliche, wohlwollende Menschen als Bedrohung oder so ansieht. Wie kann man denn dann mit diesem Aspekt verfahren, wenn das nicht so zugänglich scheint, sag ich mal. Ja, das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, ja. Und das braucht dann oft erst eine ganze Weile, damit erstmal wirklich behutsam umzugehen, dass das Nervensystem sich umgewöhnen kann, sozusagen, ja. Genau auf die Biochemie dessen können wir vielleicht ja auch noch kurz eingehen, ja. dazu ganz kurz auch nochmal Exkurs aufs Wilbermodell, der ja die vier Quadranten auch als eine der Grundlagen hat. Ja, wir haben das individuelle, subjektive Erleben.
was nur von innen her erfahrbar ist, sozusagen. Wir haben aber auch ein von außen beobachtbares oder messbares individuelles Erleben. Und dann haben wir kollektives Erleben, das innere subjektive Erleben eines Wir, ja, einer Kultur oder Sprachgemeinschaft zum Beispiel oder einer Familie. Und wir haben äußere Faktoren und alle wirken zusammen. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, wenn nicht absolut überzeugt, dass sowohl in einem Krankheitsgeschehen oder Störungen es in den verschiedenen Bereichen Störungen gibt, die sich gegenseitig verstärken, aber auch in einem Heilungsprozess, die ineinander greifen. Ja, das heißt mit anderen Worten, dass es immer Sinn macht, die auch alle mit zu betrachten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also in einem traumatisierten Nervensystem gibt es auch auf der tatsächlich quasi materiellen, körperlichen Ebene Dysregulation, seien es eben diese elektrochemischen Impulse im Nervensystem, seien es, dass sich hirnorganisch Strukturen verändert haben. Oder eben die Biochemie, dass es zum Beispiel sogar wirklich sowas gibt wie so ein Suchteffekt nach den Neurotransmittern, nach den Stresshormonen sozusagen. Ja? Suchteffekt klingt jetzt fast so ein bisschen böse. Das ist natürlich nicht jetzt so ein Lustsuchteffekt, sondern das ist mehr, dass es da eine Normalität gibt, dass wir uns daran so gewöhnt haben, dass sich das normalisiert hat. Dass das ist wie, das ist halt der Pegel, ja, dass ich so gestresst bin, ist normal und wenn es dann ruhiger wird, dann fühlt sich das verunsichernd an. Das könnte zum Beispiel Teil dessen sein, dass Menschen Meditation als Bedrohung erleben, ja. Oder eben, wenn es zu still wird, aber auch wenn jemand freundlich ist, ja, dass dann zum einen diese Biochemie oder überhaupt einfach, dass es ein Gewohnheitswert ist, ja, oder dass es sich verknüpft hat. Das ist natürlich besonders perfide, wenn, was weiß ich, wenn jemand Gewalterfahrungen oder Missbrauchserfahrungen gemacht hat, ja, dann ist das ja oft auch eingebunden in einem Kontext oder in einem Setting, wo es möglicherweise sogar auch erstmal freundliche Interaktionen gegeben hat, ja. Und dann, na klar, gibt es da in dem Sinne auch ein, aus der Perspektive sogar sehr verständliches Misstrauen, was dann auch quasi als Alarmsignal sogar mit aktiviert werden kann. Ja? Dann gilt es, würde ich sagen, das auch auf eine Weise erstmal anzuerkennen, zu verstehen und damit geduldig umzugehen, ja, und das mit abzuholen. Da, jetzt komme ich doch noch mal auf eine der, ja, neueren Therapieformen, die diese Internal Family Systems, ja, die mit verschiedenen inneren Anteilen arbeitet, was es natürlich aber auch schon lange gibt, weißt du ja, wir haben ja auch schon viel mit inneren Teamaufstellungen gearbeitet oder jetzt auch mit unserem Free-Prozess arbeiten wir dann ja auch mit verschiedenen inneren Anteilen, ja, die auch mit abgeholt werden müssen und wo es durchaus sowas gibt, so quasi wie innere Schutzreflexe, die dann geradezu wie Wächterfunktionen wirken können, die dann sogar einen freundlichen Therapeuten angreifen könnten. Ja, weil die das für sicherer befinden, lieber im Kampfmodus zu sein. Ja, und wenn du denen zu freundlich kommst, dann sagen die, was willst du? Versuch ja nicht, meine Abwehr runterzufahren. Ja, so ungefähr. Macht das Sinn? So kurz zusammengefasst? Und da Ja. gibt es dann halt eben, um wieder den Bogen zu den Therapieformen nochmal zurückzuverfolgen. Wir gehen ganz schön durcheinander, ne, hin und her, aber mal gucken, ob es nachher noch Sinn macht. Also dieses Internal Family Systems, Ego States Therapie hat ja auch damit schon gearbeitet, ja, oder ja, verschiedene Verfahren, sowieso Psychodrama kann natürlich da auch viel. Das kann auch schon was helfen, ja, überhaupt da mit Menschen darauf einzugehen und das bewusst zu machen, das aber auch anzuerkennen und abzuholen, dass das nachvollziehbar ist und dass es da nicht darum geht, das zu forcieren, ja, sondern eben auch bei all diesen Anteilen, selbst bei diesen Abwehrstrukturen, die positiven Absichten anzuerkennen. Andererseits aber auch rauszuarbeiten, was die wirklich wollen.
Und diesen inneren Anteilen sozusagen auch klarzumachen, dass leider im Endeffekt die gute Absicht auf die Weise nicht gut erreicht wird. Ja, oder zumindest nicht mehr. Ja, dass diese Abwehrstrukturen vielleicht nicht mehr angemessen sind und aktualisiert werden können. Und ja, eben da auch wiederum diese Koregulation, ja, sei es jetzt in der neuen Forschung oder wie Deb Dana das dann formuliert, was im Grunde können wir natürlich auch sagen, gute Therapeutinnen eigentlich schon immer gemacht haben, dass sie einfühlsam genug sind und das mitbekommen, wenn es zu viel wird und dann erstmal wieder Raum lassen und Zeit lassen und damit behutsam umgehen, ja, und vielleicht erstmal wieder Ressourcen stärken. Das wäre ja, was dann eben im Somatic Experiencing, einer der neueren Therapieformen von dem Peter Levine, Titrieren genannt wird, ja, dieses langsam Vorgehen eben, ja, oder auch das Pendeln hin und her gehen zwischen dem traumatischen oder leidvollen Erleben und dem ressourcenreichen oder gelösten Erleben, ja, so dass das zusammenkommen kann, dass es nicht weder in, was du schon ansprachst, diese Sucht nach nur noch positiven Zuständen geht, noch dieses ins Leiden kippen und davon nur wieder überwältigt, überflutet und mit anderen Worten retraumatisiert werden, ja. Und das finde ich halt auch total wichtig, auch für Menschen in spirituellen Kreisen, seien es die Lehrenden, die Mitschülerinnen oder die Betroffenen selber, ja, da eben auch gegebenenfalls achtsam damit umzugehen, ja, bei aller Bereitwilligkeit, sich auch einem spirituellen Weg auszusetzen, sich da eben nicht zu retraumatisieren und einfach wieder zu überfluten. Ja, wäre es noch vielleicht sinnvoll, ein paar Therapien konkret zu benennen? Also wenn ich jetzt irgendwie auf einer Suche bin nach einem Therapeuten oder Verfahren, was gibt es da? Ja, also wie gesagt, was kassenzugelassen wäre bisher, wäre Psychoanalyse bzw. Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie oder systemische Therapie jetzt neuerdings anscheinend auch. Manchmal gibt es dann aber eben auch da die Möglichkeiten, dass dann eben, also gerade die Verhaltenstherapeuten, die haben dann manchmal dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, mit drinne. Manche benutzen das tatsächlich sehr reduziert, so als nur Achtsamkeitsübungen. Aber da gibt es durchaus ja eigentlich auch einen spirituellen Hintergrund oder Zugang oftmals. Ja, oder eine Weite darin dann. Was vielleicht eben auch dann in diesen Suchmaschinen, die wir schon angedeutet haben, Begriffe wären, so Zusatzausbildungen, die Menschen eingeben könnten, wären so Zusatzqualifikationen, die ich hilfreich fände in diesem Bereich, wären dann eben Hypnotherapie. Was jetzt gerade eben in diese neueren Entwicklungen, ja, infolge von der polyvagalen Theorie käme, wäre dann eben sowas wie das Somatic Experiencing, was dann eher eine körperorientiertere Traumaarbeit wäre. Oder NARM, das wäre dann eher das Neuroaffective Regulation Model oder so ähnlich. Relational Model, glaube ich. Ja, jedenfalls würde das dann eben mehr auf die Bindungstraumatisierung, also auf das Beziehungsverhalten abzielen. So, wenn das mehr wäre, was für jemand Thema wäre, ja, dann wäre NARM vielleicht eine Zusatzqualifikation, nach der du schauen könntest. Der Bessel van der Kolk, einer der führenden Trauma-neurowissenschaftlichen Forscher, hat zu meiner Freude ja durchaus auch die Pesso-Therapie auch mit erwähnt. Ja, von Pesso, Albert Pesso, das PBPMS, Pesso-Beuden-Psychomotorische System. Ja, das ist auch eine sehr schöne, ressourcenorientierte Arbeit, die wir sehr schätzen. Hypnosystemisch, sagte ich, ne? Finde ich natürlich persönlich.
eine meiner Lieblingsverfahren, gerne auch angereichert dann eben mit Elementen aus der Psychotherapie. IFS, Internal Family Systems, sagte ich auch schon, Ego States. Das Neueste in manchen Bereichen ist jetzt ja auch, dass es sogar sowohl im spirituellen als auch im therapeutischen oder Überschneidungsbereich dann bewusstseinserweiternde Substanzen im Einsatz gibt. Das ist natürlich auf einer Ebene überhaupt nicht neu. Das gibt es ja auch schon seit Jahrtausenden. Aber es gibt jetzt eben neurowissenschaftliche und therapeutische Forschung dazu auch. Ja, wird jetzt vielleicht ein bisschen viel da, ne, auf die einzelnen Substanzen einzugehen. Außer vielleicht ganz kurz, also es gibt in Deutschland sogar schon Studien zumindest, es gibt Forschung im MDMA-Bereich. Und es gibt sogar in Berlin zum Beispiel eine Klinik, die mit Ketamin arbeiten. Wobei, ja, eben gerade diese Substanzen natürlich immer auch größere Risiken bergen. Ja, in manchen Zusammenhängen sogar kontraindiziert sind. Und da ist es wirklich, finde ich es wirklich wichtig, diejenigen, die damit seriös forschen, betonen auch immer wieder, wie wichtig Set und Setting sind. Das heißt, der Zusammenhang oder die Einbettung, in der das geschieht, dass da ein sicherer Rahmen ist, wo es eine sinnvolle Vor- und Nachbereitung gibt und das gegebenenfalls halt auch aufgefangen wird und gut integriert werden kann. Und Set wäre in dem Fall das Mindset, das heißt die Ausrichtung, die Absicht, mit der wir da rangehen. Ja, die Gefahr ist natürlich, wenn es einfach irgendwo im Drogen-Party-Konsum-Bereich passiert, dass es wiederum eher in Rausch- und Abhängigkeitszustände gerät oder im Extremfall, wenn es so ein wieder eigentlich Überschreiten der Grenzen wird, dass es sogar retraumatisierend wirken kann. Ja, oder wenn es gar dann irgendwie was wachruft an überflutenden Erfahrungen und es ist nicht sicher genug und es wird nicht aufgefangen, dann gibt es im Extremfall sogar drogeninduzierte Psychosen. Ja. Und das ist natürlich schön, wenn sowas vermieden werden kann. Ja, und dafür ist es auf jeden Fall empfehlenswert, das in einem geschützten Rahmen erstmal auch vorher abzuklären, für wen da was angemessen ist oder nicht. Und eben auch der Bessel van der Kolk, der in dem Bereich ja auch viel forscht, hat dann zum Beispiel zu meiner Freude auch gesagt, dass er bei einer dieser letzten Studien da sogar dachte so, wenn sie da Hypnotherapie mit drin erforscht hätten, ob das nicht genauso gewirkt hätte. Ja. So, denn das gibt es durchaus auch. Also, dass viele von denen, die da in diesem bewusstseinserweiternden Bereich forschen, auch sagen, ja, na klar, Hypnose kann auch in solche Bereiche führen. Ach ja, stimmt ja. Wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren, weißt du noch, da waren wir auf dieser NTO Science, die nämlich genau im Bereich bewusstseinserweiternde Drogen eigentlich gearbeitet haben. Und die hatten uns eingeladen, da einen Vortrag und einen Workshop zu machen. Und die haben das eigentlich damals zu unserem Erstaunen super gut angenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen eigentlich über diesen hypnotherapeutischen Zugang in diese Tiefen dessen, wo sich diese Bewusstseinserweiterung eröffnet. So. Ach so, Neurofeedback war auch noch eins der Dinge, die Bessel van der Kolk auch empfiehlt als eine der sichereren Möglichkeiten. Oder EMDR, wobei er sagt, EMDR scheint eher für Schocktrauma besser zu wirken als für Bindungs- oder eben Beziehungstrauma. Da gibt es aber auch anscheinend unterschiedliche Einschätzungen dazu. Willst du zu irgendwas Ja, von dem noch was sagen oder fällt dir noch was ein? kann ich gleich noch sagen. Ja. Noch eine kurze Zwischenfrage. Du hast so ein paar ressourcenorientierte therapeutische Verfahren so genannt. Hypnotherapie oder El Paso oder Internal Family Systems ist es, glaube ich. Ja. Wie ist denn das da, wenn ich zum Beispiel, oder ich glaube, beim Somatic Experiencing ist es auch so, wenn ich so in so eine Ressource gehe oder irgendwie ein Bild, das irgendwie unterstützend wirkt, kann das ein Ersatz sein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie eine unterstützende Kontakte mit Menschen oder irgendwie eine Beziehung, kann dann die Vorstellung, ein Ersatz Ja. wirklich sein oder wie ist das zu sehen? Ja. Ja, das, ja,
Das funktioniert tatsächlich. Das hat selbst Stephen Porges ja auch mal bestätigt, ja, der eben dieses polyvagale Modell entwickelt hat. Der sagt tatsächlich, damit wir Sicherheit empfinden, müssen wir auch in Verbindung sein, ja, da wir nun mal soziale Wesen sind und unser Nervensystem eben gerade dieses polyvagale System, was sagt der Vagusnerv, das parasympathische System, gliedert sich in diese zwei Äste, wobei der vordere Vagusast, der ist der unser wohlreguliertes Sicherheitsempfinden erschafft und der ist eigentlich für den sozialen Kontakt zuständig. Ja, aber das ist halt die gute Nachricht, wie du sagst, zur Not können wir uns das auch vorstellen, können wir auch in der Vorstellung solche idealen Regulationspersonen oder Wesen, das können meinetwegen auch Tiere sein oder imaginäre Wesen, ja. Das Nervensystem kann das tatsächlich auch so erleben und sich darüber auch regulieren. Schöner ist es natürlich, genau, das wäre auch noch ein Punkt. Ja, es gibt ja sogar solche Apps inzwischen. Ich glaube, einige von denen sind tatsächlich sogar erstaunlich gut, dass die KI, die künstliche Intelligenz, da tatsächlich schon auf eine Weise therapeutisch, hilfreich sein kann. Was bestimmt im Notfall besser ist als überhaupt nichts zu haben, ja, abgesehen davon, dass bitte, ne, wenn's wirklich ein Notfall ist, sozialpsychiatrischer Dienst, ja, Telefonseelsorge sind Möglichkeiten. Es gibt auch noch das Spiritual Emergence Network, ja, die können wir vielleicht auch verlinken, die dann eben solche Therapeutinnenlisten, die in beiden Bereichen gut zu Hause sind, gut geschult sind, es ja, aber eben solche KI-unterstützten Programme, klar, die sind jederzeit verfügbar, die können mit dir sprechen sozusagen. Aber na klar, ist das die Frage, ne? Kann das sogar auch eine Gefahr sein, dass gerade Menschen, die traumatisiert sind und möglicherweise zu Dissoziation neigen oder die bindungstraumatisiert sind und sich gerade nicht gut auf Beziehungen einlassen können, dass die gerade darüber einfach da weitergehen und sogar auf eine Weise noch weiter mitmenschliche Kontakte vermeiden. Ja, und da ist es schon tatsächlich wünschenswerter, in einen echten Kontakt zu kommen. In einen therapeutischen Kontakt, in einen zwischenmenschlichen Kontakt überhaupt, sei es mit 1:1-Sitzungen, aber auch mit Gruppen. Die können unglaublich unterstützend wirken. Ja, brauche ich dir ja nicht weiter zu erklären, wie wichtig das sein kann, in einem sozialen Kontakt und gerade auch in einem sozialen Umfeld diese korrigierenden Erfahrungen zu machen und zu merken, ah, okay, andere Menschen schwingen mit, andere Menschen können meine Erfahrungen nachvollziehen, andere Menschen reagieren sogar positiv auf das, was ich geglaubt habe, vermeiden zu müssen, ja, und bloß niemand zeigen zu dürfen, weil das zu verletzlich wäre. Und gerade das ist in Gruppen immer wieder so ein heilsames Erleben, dass wenn wir gerade das, was wir glaubten, was bloß niemand sehen dürfte, weil das so schrecklich wäre oder so verletzlich oder so abgelehnt werden würde, und wenn das dann doch raus darf und gezeigt wird und andere darauf wohlwollend und liebevoll reagieren oder sogar dankbar sind und erleichtert, dass sie sich dann auch zeigen können, ja, das kann solche schönen Synergieeffekte in der kollektiven Heilung geben und natürlich auch in der individuellen. Dass das schade drum wäre, das zu verpassen darüber. Ja? So in dem Sinne, Apps oder Imagination, ja bitte. Ja, und am besten beides. Ja, wo auch immer. Und auch da wieder, es ist ein lebendiges Puzzle. Ja, manchmal ist es die Biologie, die fehlt. Manchmal ist es die Biologie, die uns traumatisiert. Ja, manchmal ist es wie wirklich einfach, um wieder auf die Quadranten zu sprechen zu kommen. Manchmal fühlt es sich wirklich an wie traumatisches Erleben und es sind einfach nur Neurotransmitter, die fehlen, einfach weil du dich mit Entzündungswerten quasi von innen her ja, hast du natürlich nicht gemacht in dem Sinne, ja. Aber der Organismus reagiert darauf mit demselben Alarmerleben wie mit jedem anderen Trauma, was von außen gekommen wäre, ja.
Und andersrum brauchen wir dann eben auch wieder die entsprechenden Grundsubstanzen, sei es aus einer gesunden Ernährung, aus Bewegung an Licht und Luft. Das spielt alles zusammen. Das ist ein lebendiges Puzzle. Und manchmal braucht es den Schritt und manchmal den, ja. Und so ergänzt es sich dann. So. Wir sind ganz schön viel hin und her gesprungen, aber. Ja, okay. Aber genau, auf den Free-Prozess wollte ich doch noch kurz eingehen, dass wir da ja dann eben auch diese 4 Schritte drin haben, die wir dafür wesentlich halten, ne? Dass wir sowohl eben uns dem Erleben und den Gefühlen zuwenden wollen und dem körperlichen Erleben, als dann auch wieder einen gesunden Abstand schaffen, aus dem heraus, dass dann überhaupt möglich ist, die Ressourcen zu finden, sei es das spirituelle Raumerleben, sei es dann eben in der Imagination oder wie auch immer, die Ressourcen anzureichern, um dann das wieder auf eine heilsame Weise zu integrieren. Ja, auch da ist ja ganz vieles möglich, dann eben auf die Weise wieder heilsam zu integrieren. So, und klar, das ist dann eben die Idee dabei, dass das dann auch, dass da auch vieles so in Selbsthilfe quasi passieren kann. Ja. Ja, okay, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt noch kurz, also du hast gefragt auch noch, was für mich irgendwie hilfreich war oder so, Ja. soll ich da noch was zu sagen oder? Gerne, wenn du magst, ja. Ja, also für mich war halt so, so im traumatherapeutischen Bereich in Überschneidung mit Spiritualität, wichtig, so ein bisschen so eine Orientierung zu haben, so ein bisschen eine theoretische Orientierung von diesen, ich sag mal, traumatischen Zuständen. Aber auch da muss ich fast sagen, dass je mehr ich mich da inhaltlich mit beschäftigt habe, desto weniger, also desto mehr bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gar, desto weniger wusste ich eigentlich und da gibt es doch irgendwie so einen Punkt, wieder dieses Wissen da irgendwie so loszulassen. Aber ja, also diese traumatischen Zustände von irgendwie Kampf, Flucht oder Freeze oder Kollabieren, die dann zu erkennen, auch Bezug zu, ich sag mal, Satsang oder Meditation. Genau, und es gibt ja auch so eine Forscherin, Willoughby Britton heißt die, die hat so diese Zusammenhänge auch untersucht und diese Symptomatiken beschrieben. Also so eine Riesentabelle, was da im Zusammenhang mit Meditation oder Achtsamkeit auftreten kann. Und allein darum zu wissen, war für mich persönlich hilfreich, um das selber einordnen zu können, genau. Und konkret an Therapeuten, Therapien fand ich ja, so war die Experiencing sehr, sehr hilfreich. Also da dann auch zu lernen, so wieder Zugang zu einer eigenen Stimmigkeit zu finden und auch dieses Titrieren, also dieses, man kann sagen, Dosieren von Erfahrung und Integrieren von vielleicht emotionalen oder körperlichen Erleben. Also, dass ich weder das vermeiden muss, noch irgendwie dazu sehr reinzugehen. Also da irgendwie so eine Art also so ein Fingerspitzengefühl zu finden und da irgendwie so einen Weg zu finden, weil ich habe vorher immer das Problem gehabt, dass ich so ein bisschen über meine Grenzen gegangen bin und mich selber überfordert habe. Genau, also das war hilfreich. Dann natürlich auch so mit euch so diese hypnotherapeutischen Ansätze so. Und dann, ja, was ich auch noch ganz gut fand, waren zum Beispiel so Neurofeedback oder dieses
Safe and Sound Protocol. Das ist so Musik Ah, von ja. dem Stephen Porges, obwohl ich jetzt nicht alles gutheiße, was der so sagt, aber das hat mir zum Beispiel gut geholfen. Und dann halt so andere Sachen, irgendwie so die Somatic Experiencing Therapeutin, wo ich bin oder war, die hat dann auch so so Ohrakupunktur gemacht und so weiter und so. Das hat mir auch komischerweise sehr, sehr viel geholfen. Und ja, genau, und halt einfach irgendwie bis halt mit diesem Lernen von dasselbe irgendwie zu titrieren, sind auch andere, ich sag mal, Methoden viel hilfreicher dann für mich gewesen. Also ich habe dann zum Beispiel nicht mehr mich überfordert mit irgendwie zu viel Yoga und bin dann in Überforderungszustände gekommen oder Dissoziation, sondern habe das selber dann dosieren können, sodass es dann wirklich hilfreich war oder so Sachen wie Feldenkrais oder sowas, um so in so einen Kontakt wieder so mit dem Körper zu kommen. Ja, so sowas war ganz hilfreich für mich, ja. Ja, schön. Ja, freut mich. Aha. Ja. Ja, und ich glaube, das darf ich auch sagen, hoffe ich, dass deine Erfahrung ja auch mit den Gruppen auch ganz gut ist, oder? Dass das schon auch hilfreich ist, da in Kontakt zu sein, wirklich, Ja, oder? das wollte ich gerade noch sagen. Also Kontakt Ja. sein sehr hilfreich, Gruppen, aber dann auch im Einzelkontakt, Therapeut, Klient. Und da kann ich auch sagen, ja, das ist fast noch wichtiger, die therapeutische Beziehung oder Passung als die konkreten Methoden dann. Also deswegen gibt es nicht irgendwie die eine Methode, die jetzt irgendwie das Richtige ist, sondern da muss man so individuell gucken. Ja. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, genau, individuell gucken und so schön das ist eben, ne, dass es Selbsthilfemethoden gibt. Und ich finde, das ist auch tatsächlich sinnvoll und wichtig, da um ein paar zu wissen und so ein paar, vielleicht können wir ja gleich sogar noch mal ein, zwei anreißen, so zum Abschluss. Aber eben, genau, es ist wichtig zu wissen, dass das sehr in jedem gegebenen Moment und für jede Person unterschiedlich wirken kann und dass eben auch wünschenswert ist, rauszugehen und in Kontakt, ja, sei es mit der Natur. Ja, Bessel van der Kolk spricht ja sogar auch davon, dass Waldspaziergänge therapeutisch wirken können, ja, aber sicherlich eben auch in Kontakt zu gehen, sei es mit Bäumen oder Tieren oder Menschen, ja, und sich vielleicht nach und nach durch die verschiedenen Ebenen vorzutasten, wieder in Kontakt zu gehen, wenn das ist, was eine Herausforderung ist, aber dann erst recht, finde ich, lohnt es sich, dass das auch heilen kann. Stimmt, da fällt mir noch eine Sache ein, dass da gibt es, glaube ich, auch Forschung zu, was für mich hilfreich war, ist so eine gewisse Achtsamkeit mit verschiedenen Sinnesebenen, sage ich mal. Also wenn ich zum Beispiel die fünf Sinneskanäle so ein bisschen durchgehe oder irgendwie das Innere vom Körper oder so emotional oder vielleicht sogar was an Gedanken auftaucht oder so. Oder genau, also oder irgendwie so ein Gespür davon, wie ich einfach gerade hier bin oder so. Also ja, das war, ist auch, finde ich auch sehr hilfreich oft, ja. Ja, Weil das schön. bringt mich mehr so in die Realität, so in den Moment, Ja, sage ich mal so, ja. das stimmt. Auf eine Weise könnten wir sagen, Leiden passiert immer in Vergangenheit oder Zukunft. Ja. Und die Sinne, der Körper, die wirkliche Erfahrung dieses Moments holt uns da raus, tendenziell. Ja. So in dem Sinne ist das ja oft auch traumatherapeutisch eher so eine Notfallintervention zu unterbrechen. Ja, wenn jemand zu sehr ins traumatische Erleben geht und dissoziiert, wirklich hier deine Füße auf dem Boden zu spüren, rauszugucken, zu sehen, okay, was ist da draußen gerade wirklich los? Zur Not wirklich so im Sinne von dich zu kneifen, ja, oder irgendwie einen starken Sinnesreiz zu setzen oder ja, die
Luise Reddemann hat dann Leute gefragt, okay, was ist das Datum heute, um wirklich so quasi den präfrontalen Kortex wieder anzuschalten, ja, und Orientierung im Rationalen, in Raum und Zeit, ja, zu reaktivieren. So, in dem Sinne, ja, vielleicht so zum Abschluss noch so doch ein, zwei Selbsthilfemaßnahmen, ja, so, eben diese TAE-Methode, die ja auch oft sehr gepriesen wird. Vielleicht verlinken wir ja auch von Satya mal so eine kleine Anleitung dazu. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass das für mich oder für einige Menschen, von denen ich gehört habe, gar nicht so unbedingt wirkt. Für andere wiederum sogar zu aktivierend. Ja, also da bin ich auch dafür, das nicht einfach als Allheilmittel zu erklären oder gar zu pushen. Aber was tatsächlich auch ganz schön sein kann, ist einfach überhaupt mal so zu schütteln und mal irgendwie, ne? Ich meine, das ist ja auch eben schon reich, ne? Hat gesagt, dass sich so Verspannungen dann auch im Körper festsetzen können und allein das kann schon hilfreich sein, ja? Oder mal zu tönen und zu summen oder ja, diese Selbstumarmung, die empfiehlt Peter Levine ja zum Beispiel auch, ja, so ich hier eine Hand hier am Herz sozusagen auf der Seite, die andere hier am Arm und das einfach mal fühlen und ja, genau, und vielleicht noch so ein bisschen wiegen, schaukeln, wie auch immer. Auch das kann manchmal schon beruhigend wirken, ja. Oder so die Hand auf den Bauch, aufs Herz oder Brustkorb. So solche einfachen Sachen. Überhaupt, gerade wenn's die Tendenz ist, in Erstarrung zu gehen, vielleicht überhaupt einfach mal in Bewegung rauszugehen und seien es mini kleine Bewegungen, ja. Das kann schon was helfen. Die Ruth Lanius sagt sogar so bei so einer ganz schwer traumatisierten Klientin war es mal wirklich und okay, und sie konnte den kleinen Finger bewegen. Ja, sonst ging nichts, weil sie so erstarrt war. Aber okay, den kleinen Finger zu bewegen, das kann dann schon helfen, dass wieder was in Bewegung kommt. Ja. Eine ganz einfache Sache, summen, seufzen, gurgeln, so, das sind alles so Sachen, die uns wieder aktivieren können, den ventralen Vagus aktivieren können und vielleicht so zum Abschluss noch mal eins unserer Lieblingsdinger, das physiologische Seufzen, das ist ja nachweislich eine der unterstützendsten Regulationsmethoden, die auch tatsächlich Meditation sogar verstärkt und unterstützt. Das wäre am besten in Kombination mit in die Weite schauen und in den Himmel oder auf den Horizont, aber dann eben so dieses physiologische Seufzen ist einfach so einatmen und dann noch ein bisschen mehr und dann aus. Oder auch durch die Nase, aber eben mit so einem Summton vielleicht idealerweise so ein bis es ausgeatmet ist und der Impuls kommt wieder einzuatmen und dann. Vielleicht so. Dreimal oder wie auch immer. Macht das Sinn? Macht das einen Unterschied? Hilft das so ein bisschen auch? Ja, wenn es hilft, ist es gut. Also jetzt momentan habe ich da guten Zugang zu. Aber es hat sicherlich auch Phasen gegeben, da hätte mich das zu sehr, ja, zu sehr aktiviert noch. Oder hätte ich vielleicht gedacht, ja, jetzt funktioniert das nicht, jetzt ist mit mir was falsch oder so. Also es kommt, glaube ich, auf die jeweilige Verfassung an, wie man da oder ja, wie man da drauf anspricht oder so vielleicht. Ja, in dem Sinne umso besser, dass es so ein breites Potpourri gibt, ja, ein großes Buffet und eben vor allem, ja, alles zu seiner Zeit. Ja, und es ist ein lebendiges Puzzle, was sich aus den verschiedensten Bestandteilen zusammensetzt. Und eben manchmal ist es, ja, wie die Dr. Amy A. Pigeon sagt, the biology of trauma, ja. Sei es dann, dass das Trauma die Biochemie des Körpers und des Nervensystems verändert oder eben dass biochemische Prozesse oder ein Mangel an Nährstoffen oder eine Stoffwechselstörung, ja, wodurch dann die Substanzen, die Grundbausteine für die Neurotransmitter fehlen, dass sich das traumatisiert anfühlt und auswirkt. Ja, so, also auf allen Ebenen, in allen Bereichen.
Macht das Ja, Sinn? das macht schon Sinn. Das kenne ich jetzt auch von mir, dass ich so eine körperliche Sache am Herzen, sage ich mal so, Ja. die zu verschiedenen Symptomen geführt hat, so dass ich da die Tendenz hatte, das so psychologisch oder Trauma theoretisch zu deuten, so dass ich gedacht habe, ja, das sind jetzt irgendwelche dissoziative oder Abschaltungssymptome. Dabei sind das dann vielleicht eher Sachen mit dem Herz gewesen, so. Also Ja, das gibt's auch, ne? wirklich wichtig, auch körperlich abklären zu lassen. Ja. Ja, genau. Eben, da kennst du ja auch dieses Beispiel von der Susan Siegel, ja, die solche krassen Erfahrungen hatte von, dass ich war weg und sie hat kein Ich mehr gefunden und damit aber auch massive Angstzustände gehabt und das wurde dann erstmal alles so spirituell verklärt, auf eine Weise sogar, ja. Die war dann sogar auch selber spirituelle Lehrerin und ist an einem Hirntumor gestorben. Tragischerweise, ja, der vielleicht sogar hätte noch operiert werden können in einem früheren Stadium. Hey. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich jetzt relativ rund. Ja. Ja, das war eine ganze Menge jedenfalls, aber jetzt schütteln wir das vielleicht noch mal ab. Gerade so dieses, wahrscheinlich hast du keinen Hirntumor, sondern kannst dir erlauben, einfach erstmal wieder durchzuatmen und wenn dann alles zur Ruhe kommt, ist auch gut. Okay. Genau, alles loszulassen ist auch eigentlich das Beste, so ein bisschen, ne? Ja. 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 Genau. Gut. Okay, ja, vielen Dank Ja. für das Danke dir. Gespräch. Danke.